little piece of the fuzzy. Hey, yo Leute, was geht? Euer PR Remix ist wieder mal back am Start oder wieder mit einem weiteren Glitch-Tutorial zu Call of Duty Black Ops 3. Ja, ich freue mich, euch das zu zeigen. Und zwar, es geht um eine XP-Lobby, die ihr solo eröffnen könnt. Aber ihr müsst es mit Kumpels machen oder schreibt einfach in die Kommentare oder sucht euch ein in solche sogenannten COD-Gruppen in Facebook. Irgendwie braucht ihr halt einen Partner dann am Ende, um davon irgendwie Profit zu schlagen. Aber ihr könnt diese Lobby solo öffnen. Also ihr müsst erstmal, der Modus muss Herrschaft sein. Man muss den Multiplikator auf 5 stellen. Die Bots müssen alle aus sein, weil sonst funktioniert es nicht. Und ihr dürft nur Volltreffer zulassen. Also beim Schießen nur Volltreffer. Dann müsst ihr, so wie ich es gerade mache, die ganze Zeit euer eigenes Spiel laden. Ihr müsst es zwischen 40 und 50 Mal machen. Da müsst ihr Geduld haben. Ihr seht gerade, ich habe da schon so immer nacheinander. Und ihr seht dann immer, dieses schwarze Teil kommt dann irgendwann nicht mehr mit da unten. Das wird eigenes Spiel geladen, XP. Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Ihr müsst es auf jeden Fall speichern. Wenn ihr in diesem Spielmodus bearbeiten seid, drückt einfach Optionen. Und dann speichern und dann könnt ihr einen Namen eingeben. Ich habe sie XP genannt. Ihr könnt sie auch, was weiß ich, Hashtag Traxagon Army nennen. Mir Wayne, macht's einfach. Und ja, danach müsst ihr aus dem normalen Spiel raus und müsst eine eigene Herrschaft, eine normale Herrschaftslobby finden. Ihr dürft keine einzigen Lobby joinen. Ihr müsst nur in diesem Ladebildschirm sein, wo man auswählt. Dann geht ihr in den Media Player, den jede Playstation besitzt. Und da wartet ihr auf 50 bis 60 Sekunden. Wartet lieber 60 Sekunden. Diese Zeit ist sicher, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und ja, ich habe auch immer 60 Sekunden gewartet, weil ich hatte keinen Bock auf ihn noch einmal. Vielleicht müsst ihr das öfters ausprobieren, weil ihr dann direkt eine Lobby joint, dann funktioniert er nicht, dann könnt ihr gleich Black Ops 3 schließen und wieder öffnen und dann wieder dieses ganze Spiel von vorne machen. Ist leider so, muss so sein. Ihr müsst wieder dann alle laden und so weiter. Auf jeden Fall, nachdem ihr 60 Sekunden gewartet habt, müsst ihr einfach wieder reingehen und ihr seid immer noch in der Lobby drin, wie ihr es gerade bei mir seht. Einfach reingehen in das Spiel und irgendwann, ihr seht, es lädt immer noch. Und irgendwann werden alle zu Level 1, wie es gerade bei mir passiert ist. Und dann wird euer eigenes Spiel geladen. So, und dann, also wenn wirklich, also wenn dann alle Spezialisten Ruin ist, ja, ihr seht da hier Ruin mit den Schwerkraftstacheln, dann habt ihr es wirklich geschafft, dann ist nichts passiert, dann ist alles richtig passiert, dann müsst ihr nur warten, bis es startet. Es ist dann keiner in der Lobby, ihr seht hier zwar welche in der Lobby, aber es existieren diese Spieler gar nicht. Wenn ihr jemanden killt, wird nicht gezählt. Also im ihr könnt es so lange machen, wie ihr wollt. Dann könnt ihr auf Dark Matter spielen, auf Gold, auf Diamant eure Waffen machen, einfach nur Headshots machen, ihr lädt einfach dann Kumpels ein und dann ist es geschafft. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es dem so ist, dann vergewaltigt doch mal den Like-Button, kommentiert mit konstruktiver Kritik und was gibt es zu sagen an alle Hater, fickt euch alle, euer Proxagon und haut rein, ciao.